Hallihallo und willkommen zurück bei der fröhlichen Echsenfeier. Wie machen wir es denn am besten? Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die Echsen hier noch vor. Schönen guten Abend. Was habt ihr denn hier so alles in eurer Höhle versteckt? Wieder schön die Schwerter mitnehmen. Die sind zwar nicht sehr viel wert, aber Kleinvieh macht auch Mist. Lederbeutel. Ein paar Tränke, die sieht man immer gern. Die kann man immer gebrauchen. Langschwert. Chatoulet. Trank. Und noch ein Langschwert. Gut ausgerüstete Leute haben es aber nicht geschafft, gegen die Echsenmenschen zu bestehen. Was haben wir denn hier jetzt für einen Ring gefunden? Ring der Lebenskraft 20. Ja, machen meine auch. Ah. Ja, yeah, offen. Oh mein Gott, das ist ein Gehstock. Gehstock! Geh! Hier haben wir noch eine Spruchrolle und eine Armbrust, eine ganz normale Armbrust. Hier liegt auch noch irgendeine Spruchrolle, können wir alles mitnehmen. Wer weiß, wozu es noch gut ist. Da sind Echsen. Ich glaube, wir sollten erstmal noch ein bisschen was essen und vor allem auch ein bisschen was für die Magie tun. Da können wir hier die Blaufliederpflanzen gleich mal verbrauchen. Die machen zwar nicht sehr viel Lebensenergie, aber für die Mana-Kraft, die ich habe, reichen die vollkommen. Und immerhin ein bisschen Lebensenergie machen sie ja auch. Ich habe so viel Lebensenergie, ich bin so stolz auf uns. Trotzdem habe ich Angst vor den ganzen Echsen. Na, jetzt friss weiter. Achso, Mana ist schon voll, da können wir auch die hier nehmen. Waffe raus, ich weiß nicht, was uns da oben erwartet. Ich weiß allerdings auch nicht, wie wir raufkommen. Oh, lalalala! Ich bin aber weg. Wenigstens einen haben wir noch. Also, da kamen jetzt 5 Echsen hinterher, ne? Ist gut, dass ich weggelaufen bin. Aber jetzt kommen die wieder alle. Lauf, Peter! Einen hast du, Peter, lauf! Hilfe. Alle weg? Alle weg. Ich hasse Echsen so sehr. Echse, stop working. Jetzt können wir hier wieder die ganzen Pflanzen essen. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Rüstung hin oder her. Trotzdem sind das viel zu viele noch für mich. Hätte ich doch wenigstens noch den Drachenjägergürtel, dann wäre meine Rüstung um einiges effektiver. Aber den habe ich ja niemals gekauft. Weil ich so schlau bin. Nichts zu holen. Nichts zu holen? Welche Echse habe ich denn besiegt gehabt? Die da. Gib her das Ding. Jetzt haben wir da noch 2. Da haben wir noch eine. Was mache ich denn jetzt? Einfach hinlaufen auf gut Glück. Okay. Ja, die packen wir. Wunderbar. Da ist nichts zu holen. Ich versuch's immer wieder, aber nirgendwo ist was zu holen. Da liegt ein toter Kollege rum. Mit einem schönen Heiltrank und einer alten Münze. Alte Münzen haben wir auch richtig viele gesammelt. Da wird sich unser heimischer Bauer ziemlich freuen drüber. Und vor allem mein Erfahrungslevel. Komm mal ran hier, komm mal her hier.
zieh die Waffe und komm ran. Ich will kämpfen. Nichts zu holen. War klar. Nie haben die was dabei. Frag niemals einen Echsenmenschen, ob der irgendwas für dich hat. Ah, verdammt, ich sehe gerade, die Brücke ist weg. Früher ging hier mal eine Brücke rüber, die ist komplett verschwunden. So ein Mist. Müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie runterspringen können, denn drum herumlaufen habe ich keine Lust. Golem! Toter Golem! Pflanze. Einen schönen Trank, hier haben wir einen schönen Kelch. Feuerwurzel können wir auch gebrauchen. Immer her mit dem Zeug. So, wir müssten eigentlich in den See hier springen können. Machen wir. Einfach drauf losspringen. Klatsch. Jetzt ist aber die Frage, kommen wir hier hoch? Das Schöne ist, hier sind überall so kleine Felsen. Da habe ich nämlich gerade eine ganz special tolle Idee. Die damit zu tun hat, alle Echsen zum Angriff zu bringen. Und dann einfach sich zu verpissen. Und sich auf den Stein hier zu stellen. Wo ist der denn? Da. So. Ich denke, damit ist klar, wer hier gewonnen hat. Da ist nichts zu holen. Jetzt müssen wir nur noch wieder nach oben und dann ist alles okay. Ich hoffe, da sind nicht mehr viele Echsen unterwegs. Denn was die Echsenanzahl geht, bin ich langsam echt beunruhigt. Und was meine Heilung angeht auch. Na, ich habe ja noch ein paar Heilkräuter. Die kann ich mir alle zwischen die Rippen stecken. Kriege ich wenigstens noch ein bisschen Energie für. Ich habe auch gesehen, da oben stand ein Feuergolem rum, glaube ich. Die haben wir ja jetzt noch gar nicht gekämpft. Ich könnte mir aber vorstellen, die haben es auch böse drauf. Also wünscht mir Glück, dass wir sie schaffen. Habe ich da was gehört? Hallo, Echsen. Boah, drei Stück. Ach, was soll's, ich bin mutig. Ich bin der mutigste Peter der Welt. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Heilungsspruchrollen dabei. Die wären jetzt ganz praktisch. Da hinten ist der blöde Golem. Aber Golems waren doch sehr empfindlich gegen Blitzzauber. Da knallen wir dem mal so einen Blitzschlag ran. Ah toll, das hat den gar nicht gejuckt. Hilfe! Komm schon, stirb. 400 Erfahrung. Also die sind auf jeden Fall stärker als Steingolems. Naja gut, die haben auch Fernkampfwaffen. Herz eines Feuergolems. Fällt Knöterich? Blöder Knöterich! Oh nein, da sind schon wieder Feuerwarane. Die müssen wir auch einzeln rauslocken. Die sind im Rudel zu stark. Da hinten ist noch ein Feuergolem. Schönen Dank. Komm her. Ich warte nur auf dich. Alles wartet nur auf dich. Nehmen wir mit. Und der nächste, bitte. Leg du ruhig ordentlich los. Ich mach dich eh platt. Und da war es wieder ein Gegner weniger. Knallen wir uns nochmal sowas auf die Mütze. Und holen uns den letzten. Jetzt stirb!
Haben wir noch ausgerüstet, also wieder... nehmen sollst du das schon. Wieder volle Pulle aufladen. Die letzte gleich hinterher. Und Waffe ziehen. So, was haben wir hier denn jetzt alles? Da sind noch ein paar Echsen unterwegs. Der Feuergolem. Können wir den Feuergolem ein bisschen rauslocken? Ich glaube nicht, dass den das weiter juckt. Oh doch, tut's. Eieieiei. Kommst du? Der geht einfach wieder. Feigling. Versuche ich mein Glück halt bei den Echsenmenschen. Vielleicht sind die ja ein bisschen mutiger. Hat gut geklappt. Halt. Meins. Okay, Feuergolem verkloppen. Das hier ist wahrscheinlich auch der Weg, den wir eigentlich hätten nehmen sollen. Haben wir gut hingekriegt, muss ich schon sagen. Haben wir gut hingekriegt. So, und jetzt gucken wir uns erstmal um, was hier noch alles steckt. Zum Beispiel ein hübsches Schwert, was ist denn das? Runenmacht. Einhand, Zweihand, stark, schlecht. Rune macht Zweihand 115. Schade, Zweihandwaffen mag ich nicht. Dam, dam. Viele Wolfsfälle, die können wir alle verkaufen. Für einen sehr guten Preis. Tränke, hier haben wir auch noch ein Wolfsfell. Ich dachte, das wäre ein Wagfell. Schade. So, wenigstens haben wir jetzt den eigentlichen Weg, den wir nehmen sollen, wiedergefunden. Jetzt müssen wir ihm nur noch nach oben folgen. Dann werden wir auf unser Vermächtnis stoßen. Ich nehme die Klinge schon mal, wer weiß, was mich hier noch erwartet. Ich bin auf alles vorbereitet, zumindest auf fast alles. Ich bin auf alles vorbereitet, nur nicht auf den Drachen. Pflanze. Meins. Na klasse, schon wieder ein Feuergolem. Hilfe! Kommst du? Dann nicht. Hat er jetzt Respekt vor mir oder was? Ah, Klinge raus, da kommen schon wieder Echsen. Okay, es wird langsam, es wird. Dein Herz nehme ich noch mit, das ist verdammt viel wert, mein Freund. Und weiter nach vorne. Zur nächsten Echse. Da kommen zwei. Du hättest mich fast getötet, du Sau! Nicht zu holen. Hast du das gesehen, was du da machst mit mir? War das Absicht? Wenn ja, hasse ich dich. So. Jetzt brauchen wir hier mächtigere Heilungszauber hier. Vollheilung. Aber zack. Haut drauf, das Zeug. Es wird so leise auf einmal. Ah, da ist die Musik wieder. No, es hört nicht auf. Kommen noch mehr Echsen. Ich bin nicht so weit gekommen, um hier zu sterben. Yeah, Level up. Wir gehen also ein wenig gestärkter in den Kampf mit dem Drachen. Ach, das war Feuerkraut. Brauche ich eigentlich gar nicht. Aber das hier, das kann ich gut gebrauchen. Das stimmt schon. Jetzt ist die Frage... Gibt es etwas, das ich beschwören kann, das mir gegen den Drachen hilft?
Skelett eventuell. Kommt auf einem Versuch an. So gut wie ein Dämon ist es bestimmt nicht. Oh, 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 oh. Ich habe mich gerade erst wieder geheilt. Und ihr sucht schon wieder Ärger. Finde ich gar nicht nett. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ordentlich was anfuttern. Uiuiui, ich werde langsam nervöser, weil ich weiß, dass der Drache hier hinter der Wand irgendwo lauert. Sehr unschöne Sache. Wenn man weiß, was auf einem zukommt. Und wir haben keinerlei Unterstützung. Wir sind ganz allein. Wir können nur noch hoffen, dass das Skelett lange genug überlebt, um uns ordentlich zu unterstützen. Aber ich glaube, ein Huster von dem Drachen und das Skelett ist tot. Hoffen wir es nicht, dass wir unser Untergang wäre das. Da ist er schon. Okay, Leute. 5 Minuten ab jetzt. Mit dem Drachen reden. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. So, ich bin bereit. Ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt das fürchte ich aber auch. Nicht, dass du mich herausfordern willst. Oh doch, das möchte ich. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Dam, dam, dam. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine ich glaube, wir hauen gleich einfach ab. Dauer sein. Hinter uns ist ja ein schöner Höhlengang. Wer bist du? Da können wir uns gut verstecken. Mein Name ist Fiomata. Und planen, wie wir vorgehen. Und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Nicht gut. Ich nehme lieber das Schwert, da kann ich dem gleich noch eine vor den Latz knallen, bevor ich abhaue. Jeder Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Na, mal sehen, ob wir da rankommen. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Ganz also genau. Was mit der Sprache? Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Waffe, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Alles Aufgaben, die möglich sind. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Na, das wollen wir doch mal sehen! Ah, da, 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 da! Oh, zieht euch das rein, wie wenig Schaden er macht. Da! Ah, da, da! Oh. Abhauen! Warum kann der sich regenerieren? Das ist nicht gut. Hat ihr es gesehen? Der kann sich voll regenerieren. Dieser Schweinehund. Ah, macht ja nichts. Ich bin ja bestens vorbereitet, ne? Das kriegen wir gebacken. Heiltränke rein.
Drang der Geschwindigkeit rein. Armbrust anlegen. Jetzt holen wir uns erstmal eine Ablenkung. Wo bist du? Was machst denn du da? Zack. Komm schon, Klaue, ich brauch deine Kampfkraft. Ah, da, da. Komm schon, Drache. Da, 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 da. Nicht auf mich, du blödes Misti. Ich mach dich platt. Ja! Wuhu! Skelett, was sagst du dazu? Du hast noch 4 Leben, muss ich mir merken. Skelette sind gut für Drachen. Oh, mein Herz. Der war stark, der hatte Regenerationsfähigkeit, das Mistvieh. Herz eines Feuerdrachen und natürlich Drachenschuppen. Oh, jetzt bin ich fertig. Ja, Leute, ich will mich auch von euch verabschieden. Das war jetzt ein krasser Fight hier. Beim nächsten Mal gucken wir mal, wo der hier das Gold versteckt hat und ob wir da rankommen. Bis dahin, macht's gut, euer siegreicher Lord Peter.